Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Das 3-Fragezeichen-Orakel am 1. Dezember 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir jetzt auch an. Dieser König herrscht, zeigt einen königlichen Haltung. Und das hat er auch. Auch dieser Stolz und diese abwartende Position. Dieses Schwert trennt die Angst. Er ist sehr selbstsicher. Dieser König herrscht über die Luftelement. Und das bedeutet, er fühlt sich befreit von etwas. Luftelement bedeutet auch Leichtigkeit und Kommunikation. Er trifft gerade klare und wichtige Entscheidungen und wartet auf eine Nachricht. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und das schauen wir auch an. Dieses Bild erscheint die ganze Welt. Es geht ihm gut. Am liebsten würde er die ganze Welt umarmen. Diese Karte zeigt auch Reisen. Natürlich kann das auch eine innere Reise auch sein. Außerdem, in dieser Karte erscheinen die 4 Jahreszeiten und das ergibt ein Jahr. Er spürt, dass innerhalb ein Jahr ändert sich etwas und es fühlt sich gut an. Er fühlt sich frei und vorbereitet sich auf eine Reise. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Und das schauen wir auch an. Auf diesem Bild erscheint eine Heilige. Etwas ist für ihn wertvoll, fast heilig. Und das ist die Verbindung zwischen euch beiden. Und so wie diese Heilige schwört auf etwas, er wird etwas vermitteln und das entspricht wirklich die Wahrheit. Und die Karte in die Mitte zeigt die Tagesbotschaft, eine Seelenbotschaft. Erwecke den Zauber deiner Kreativität und tauche ein in die Welt der Gefühle. Und das war die heutige Seelenbotschaft. Ich habe auch eine Botschaft für euch. In Facebook habe ich 2 Seiten. Einmal Dendera Medici, das ist ihr Privat. Und die zweite ist Dendera Susanna Medici. Und dort findet ihr jeden Tag eine Botschaft über die Maya-Kalender. Ich beschreibe auch, wann beginnt eine neue Welle. Das ist so ähnlich wie bei uns eine Woche. Und berichte ich auch von Portaltagen. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.